What's up, everybody? Peter McKinn, Polar Pro Filter, wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Diese gibt es schon eine ganze Weile bei uns im Shop. Dennoch gibt es da ein paar Features, die vielleicht immer mal wieder übersehen werden. Generell wollen wir einmal schauen, was diese Filter drauf haben und viel Spaß mit dem Video. Also schauen wir uns die Filter jetzt mal genauer an. Die Verpackung ist sehr minimalistisch im Vergleich zur ersten Version. Das hier ist ja die Signature Edition 2. Es gibt noch ein Linsentuch und eine Garantiekarte. Ansonsten gibt es hier den ND-Filter zusammen mit diesem Carry Case. Dieses Carry Case hat auch einen Namen. Das Carry Case nennt sich Defender 360 und es ist tatsächlich auch etwas mehr als nur ein ganz normales Carry Case. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich werde jetzt einfach mal den Filter vorne an diese Linse dran machen. Ich habe jetzt hier das 2470 von Sigma dran. Keine Filter bisher vorne dran. Und der Trick bei dieser Variante ist, dass der jetzt gar nicht erst mit dem Finger irgendwo ran muss, sondern ich lasse den Filter einfach in diesem Carry Case, wo er auch sehr stabil drin sitzt, und schraubt den Filter zusammen mit dem Defender 360 direkt an die Optik und löst dann einfach die Kappe. Und so haben wir den ND-Filter vorne an unsere Optik bekommen, ohne ihn überhaupt mit den Fingern an irgendeiner kritischen Stelle zu berühren. Der ND-Filter hat einrastende Stops von 2 bis 5 in diesem Fall. Ich habe auch ein sehr gutes haptisches Feedback. Und der Vorteil daran ist, dass ich keine Kreuzpolarisation habe. Das heißt, auf diesen Stufen selbst von 2 bis 5 habe ich immer ein Top-Bild. Ja, um das Ganze zu testen, reise ich jetzt einfach mal in die Schweiz und mache ein paar schöne Aufnahmen. Zack, Schweiz. Habe ich doch gesagt. Hier bin ich. Ich habe meine Kamera dabei. Mit dem ND-Filter, dem Variablen. Und jetzt mache ich mal ein paar schöne Bachfotos. Wahrscheinlich habe ich den falschen mitgenommen. Wahrscheinlich bräuchte ich irgendwie sowas bei 1 zu 1000 oder so. Egal, ich versuche mal, was geht. Ansonsten fürs Film ist eher unendlich praktisch. Denn ich kann jetzt hier immer noch mit 2.8 filmen und habe trotzdem nur einen Shutter Speed von etwa und Verschlusszeit von etwa, ja, eine Hundertstel oder manchmal sogar eine Fünfzigstel. Weil hier in der prallen Sonne geht es halt auch nicht anders. Wunderschön. Nur für euch. So, ich habe ein paar Bilder gemacht. Das ging ganz gut, aber ich glaube, dieser Filter richtet sich vor allem an Videografen, damit die möglichst schnell in allen Lichtsituationen immer noch ein schönes Bild hinkriegen mit einer guten Bewegungsunschärfe. Ich glaube, wenn ich nur zum Fotografieren unterwegs wäre und auch mehr Zeit dabei hätte, gerade Naturfotografie, würde ich mir eher günstigere und wahrscheinlich dann auch noch wieder in der Qualität etwas bessere, weil für diesen Einsatzzweck gemacht, einzelne Filter kaufen. Also ein ganzes Filterset. Aber dieser Filter ist trotzdem für mich als Videograf der Wahnsinn. Also ich werde ihn, glaube ich, immer drauf lassen einfach. Weil selbst bei den neuen Kameras, wo man ja ohne Probleme mit einer hohen ISO-Zahl auch filmen kann, ohne dass man Bildrauschen kriegt, macht es total Sinn, immer schön jetzt auf die Verschlusszeit zu achten. Auch da zeige ich euch nochmal einen Unterschied.
Aber vorher hier noch einmal die Fakten zusammengefasst. Polar Pro bietet zwei Varianten des variablen ND-Filters an. Die eine hat 2 bis 5 Blenden und die andere 6 bis 9 Blenden Abdunklung. Die variablen ND-Filter kommen in den Gewindegrößen 82, 77 und 67 mm. Es gibt bei beiden Filtern keine Kreuzpolarisation, da es feste Blendenschritte gibt, wo das Objektiv einrastet. Und die Filter sind nutzbar ab einer Brennweite von 16 mm. Das heißt, sie werfen keine Schatten, wenn man sie an weitwinkligen Objektiven festschraubt. Unser Bild ist etwas überbelichtet. Ich dunkle das Ganze jetzt ab. Jetzt gerade bin ich bei 2 Stops auf dem ND-Filter und gehe jetzt mal Schritt für Schritt bis zu 5 Stops. Ich habe immer noch ein relativ helles Bild, aber ich denke, das geht so in Ordnung. Und filme mit einer 50stel bei einer Blende von 2,8 und 25 Bildern pro Sekunde. Und habe eine angenehme Bewegungsentschärfe, so wie man es gewohnt ist. Und jetzt regle ich das Ganze einfach mal über die Verschlusszeit. Das Bild ist wieder überbelichtet. Und jetzt gehe ich hoch auf eine 200stel. Mal um es deutlich zu machen. Gehen wir mal auf eine 500stel. Und wenn ich jetzt meine Hand bewege, habe ich halt keine Bewegungsunschärfe oder sehr wenig. Und das wirkt halt unnatürlich. Um das Ganze noch mehr zu verdeutlichen, können wir auch noch einmal auf eine 1000stel gehen. Winke, winke, winke. Und das Ganze nochmal im Vergleich mit dem ND-Filter. Zack, zurück aus der Schweiz. Hier hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Das kommt davon, wenn man zu lange für seine Videos braucht. Kurzes Fazit. Für wen ist dieser Filter geeignet? Ich habe es im Video schon gesagt, er richtet sich hauptsächlich an Videografen. Polar Pro hat ein sehr hochwertiges Produkt rausgebracht, was mit 250 und knapp 300 Euro sogar bei der 6 bis 9 Blendenvariante sicherlich auch vom Preis her nicht für jeden was ist. Aber ist dieser Preis gerechtfertigt? Als Videograf würde ich sagen, ja. Wie ich im Video auch schon gesagt habe, kann ich den Filter einfach durchgehend an meinen Standardobjektiven dran lassen, beziehungsweise an meinem Hauptobjektiv, zum Beispiel am 24-70, und bin für sehr viele verschiedene Lichtsituationen gewappnet. Bei einer sehr offenen Blende von 2,8 bin ich mit dem kleineren, also noch etwas lichtdurchlässigeren Filter mit den Blenden 2 bis 5 sehr weit gekommen. So, dass ich selbst draußen bei strahlender Sonne mit einer 100stel filmen konnte. Also mit einer Belichtungszeit von einer 100stel. Normalerweise sagt man ja doppelte Belichtungszeit zur Bildrate. Das heißt, in meinem Fall, wo ich mit 25 Bildern filme, wäre es eigentlich eine 50stel. Eine 100stel ist aber tatsächlich noch meiner Meinung nach in Kauf zu nehmen. Wer jetzt noch lichtstärkere Objektive hat, sollte dann eher zu der Variante mit 6 bis 9 Blendenstops greifen. Würde ich Fotografen diesen Filter empfehlen? Eher nicht. Da würde ich eher empfehlen zu gucken, was sind die eigenen Ziele, was möchte ich gerne fotografieren, was für Bilder möchte ich machen und dementsprechend sehr gezielt einzelne Filter mit festen Werten anzuschaffen für die jeweiligen Situationen, die ich fotografieren möchte. Worauf ich in diesem Video nicht eingegangen bin, ist, welche verschiedenen Arten von Filtern oder Variablen oder ND-Filtern es überhaupt gibt. Das wird hier auch den Rahmen sprengen und ist Thema in einem Extra-Video, was ich demnächst produzieren werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. What's up? Peter McKinn, Polar Pro Filter. Sieht schon aus wie ein dummer Lackaffe, ey. What's up, everybody? What's up, everybody? What's up, everybody? What's up, everybody? Boah, ja. Peter Pro. Das hier brauchen wir gerade nicht.